Ja, herzlich willkommen zu Gemeinsam Heilsam TV. Diesmal haben wir wieder hier Theo Dirk Petzold, diesmal mit einem ganz anderen Thema, für das er Experte ist. Ich habe dich kennengelernt, Theo, vor ein, zwei Jahren und mein erstes Interview war über das doppelköpfige Opferdreieck. Und da hatte ich so, ich habe so viel mit Sandspiel gearbeitet früher und da war so ein dreiköpfiger Höllenhund. Und das war so das Bild, was bei mir sozusagen im Kopf schwirrte. Erstmal herzlich willkommen, Theo Dirk Petzold. Und was ist das doppelköpfige Opferdreieck und warum ist es wichtig, das heute hier in dieser Corona-Krise auch zu verstehen? Oh, das sind ja viele Fragen auf einmal. Ja. Gut, fangen wir mal an. Also jetzt bei der Corona-Krise, das fängt ja an damit, dass in Wuhan sind Menschen gestorben, mehr als gewöhnlich, und die haben eine komische Lungenentzündung gehabt. So, jetzt haben die Ärzte das untersucht. Also da sind erstmal Opfer gewesen. So, die gestorben sind, das sind an der Lungenentzündung, das sind die Opfer. Und Opfer ist ein Teil dieses Opferdreiecks. Einfach, ich gehe mal einfach den Opfer gewesen, so jetzt, wie sich das abspielt so im Leben, ja? Mhm. So, jetzt sind Ärzte gekommen und haben untersucht, wie kommt das? Haben eine Ursache gesucht und haben Viren gefunden. Das sind denn die bösen Täter. Mhm. Dann haben die Ärzte gleichzeitig nicht nur als den Versuch, den Patienten zu retten, sondern sie haben auch gerichtet. Wir haben den bösen Täter gefunden. Sie haben gesagt, ne, die Detektive, und sie haben gefunden, wer hat bewertet, ja. Und gewertet, also herausgefunden, die Detektive, und dann bewertet, so, in dem Glauben oder der Hoffnung, und das stimmt ja zum Teil auch, dass sie dann besser retten können. Aber jetzt nur, um den Vorgang auch zu veranschaulichen, sich zu gegenwärtigen, was passiert innerlich, wenn angesichts einer Krankheit, wenn man da so pathogenetisch orientiert rangeht, man sucht die Krankheit, also man ist erstmal ein Opfer, zweitens sucht man als Mediziner dann die Ursache, das ist der Täter. Ursache, das Wort kommt auch aus der Gerichtsbarkeit übrigens im Deutschen, aus dem Mittelalter, bedeutet, das ist der Anlass zum erste Anlass zum Streit, zum Rechtsstreit. Das ist Ursache. Also da ist der Richter schon drin, ja. In dem Ursache suchen sucht man schon den Täter, den Übeltäter. Und und dann versuchen die Ärzte, den zu retten. Also da ist von Anfang an, vom systemischen Denken her in der Medizin, ist eigentlich, sind diese Rollen alle besetzt. Das Opfer, damit fängt es an. Der Täter wird gesucht und identifiziert. Das macht dann der Richter. Und dem Opfer soll geholfen werden, das macht der Retter. Würdest du jetzt sagen, das ganze medizinische System ist grundlegend so aufgebaut, jetzt nicht nur in dieser Corona-Krise? Ja, aber an der Corona-Krise können wir es jetzt mal schön erleben, weil da hat jeder Erfahrung gemacht. Aber das ganze pathogenetisch orientierte Medizin ist so aufgebaut. Und Richter und Retter sind also eben, wie man beim Beispiel auch sieht, in einer Person, das sind aber zwei Rollen eigentlich, die der Arzt in dem Moment beide ausführt. Und das ist diese Doppelspitze. Und der Richter, der muss möglichst stärker sein, mehr Macht haben als der Täter. Damit er auch, und der Retter auch, damit er mehr macht als das Opfer, damit es den Täter besiegen kann und das Opfer retten kann. Deswegen nenne ich das jetzt auch Macht oder und Opferdreieck. Das heißt, es ist also im Grunde eine Machtgeschichte, die da reinspielt, wo an der Spitze oben eben Täter und Richter sind, die Macht haben, die mehr Macht haben als Richter und Retter oben an der Spitze, und die haben mehr Macht als Täter und Opfer. Und müssen stärker sein. Das ist auch gerade jetzt wichtig, wenn wir über die Corona-Krise reden. Um das zu verstehen, was darin passiert. Dann haben die also gefunden und haben festgestellt, jetzt ist dieser Übeltäter so ein böser Übeltäter, dass er nicht nur in Wuhan ein paar Menschen, sondern ganz viele zum Tod gebracht hat. Und auch noch weiter dann in der Welt rumgeistert. Und jetzt bei uns ganz besonders hier in Italien, was uns alle sehr berührt, dass da so viele Menschen dran sterben. Ne? So, da sind jetzt natürlich angesichts eines so
großen Übeltäters werden natürlich viele Mächtige auf den Plan gerufen, die jetzt die Macht suchen und versuchen, diese Täter zu besiegen. Und da sind die Regierungen jetzt erstmal aufgefordert, weil wir haben den Coronavirus ja noch gar nicht gesehen. Wir kennen ihn ja nicht. Wir haben ihn noch nie gesehen. Nur einige Wissenschaftler haben das unter dem Mikroskop gesehen. Ne? Aber die Auswirkungen, die Toten, die haben man uns auf Bildern gezeigt, ja auch im Fernsehen oder sowas. Ne? Und immer gesagt, und jeden Tag kriegen wir aufgezählt, wie viele Tote da sind. Ne? Also das ist, kriegen wir schon sehr vor Augen, sehr dramatisch vor Augen geführt. So, damit kommen wir jetzt zu dem, was wir hier erleben. Also der Täter, um den Täter zu bekämpfen, soll man möglichst Angst haben. Weil man wenn man Angst hat, die Aktivität, also unser Abwendungssystem, unser motivationales Vermeidungs- und Abwendungssystem, das mobilisiert in uns über den Sympathikus alle möglichen Aktivitäten. Und fokussiert uns ganz auf diesen Täter. Und das ist der Sinn von Angstmache und Angst machen. Das wird ja massiv gemacht hier auch. Ne? Und das hat auch irgendwo einen Sinn, hätte einen Sinn, wenn da jetzt, sagen wir so, wenn da jetzt wirklich ein greifbarer Täter wäre. Dass auch das jetzt in diesem Fall auch Sinn hat, das ist fragwürdig, weil wir dann in Stressmodus kommen, der auch Nachteile hat, ne? Der große Nachteil hat. So. Und was vor allem passiert, ist, dass wir dann ganz leicht, oder ganz viele, das ist ja nicht alle Menschen, aber ganz viele haben diese Opfererfahrung als, jeder Mensch hat als Kind die Opfererfahrung gemacht. Da waren Stärkere, da waren die Eltern, ob das schon bei der Geburt oder danach, irgendwo, ja. Das ist nur in unterschiedlicher Intensität haben wir die gemacht. Also unterschiedlich existenziell oder unterschiedlich verarbeitet. Und diejenigen, die jetzt ein Trauma erlebt haben, die haben existenzielle Trauma, Opfererfahrung gemacht. Und die haben da dann große Schwierigkeiten. Und die sind da ganz besonders drin, oft noch in der Verbindung mit dem Täter und suchen einen Retter oder einen Richter. Aber jedes Kind kennt alle Rollen. Opfer sein hat man jetzt. Jedes Kind hat mal ein anderes Kind oder den Eltern irgendwie wehgetan. Jedes Kind hat versucht zu retten. Jedes Kind hat gesagt, das ist schlecht oder nicht schlecht. Also jedes Kind kennt alle Rollen. Wir haben also alle diese Rollen in uns und springen deswegen auch so gut eben drauf an. Würdest du sagen, dass alle dieser Rollen eigentlich vom sympathischen Nervensystem sozusagen getrieben sind? Da ist keine Ruhe, kein Vertrauen in keiner dieser Rollen, oder? Ja, das ist also beim Retter würde ich sagen, beim Richter sollten sie eigentlich nicht davon getrieben sein, aber sie sind oft getrieben. So, das sind davon auch jetzt, ob du in die Rolle richtig reingehst, oder ob du jetzt zum Beispiel rettest, ohne in die Rolle richtig reinzugehen. Also ob du kannst retten, ohne Retter zu werden oder ohne in die Rolle reinzugehen. Das ist das, was man sinnvollerweise macht, wenn irgendwo ein Notfall ist, du rettest den und der wird gerettet und man wird wieder ein normaler Mensch danach. Danach ja? Ist gut. Mhm. Ist alles gut. Ne? So. Wenn du aber jetzt in die Rolle reingehst und da nicht wieder rauskommst, und dann bist du zu Hause, willst du auch dann der Retter sein. Oder weiß ich, oder dann suchst du schon, wenn du in der Rolle drin bist, dann suchst du Mitspieler, Opfer, die du retten kannst. Und das ist dann ein System, wir hatten ja vorhin schon das System, dann sucht das Medizinsystem Kranke oder produziert Krankheiten, erfindet Krankheiten, damit es retten kann, wenn du in dieser Retterrolle bist. Weil das ist dann eine Rolle, die Mitspieler sucht. Das hat man früher auch Drama-Dreieck genannt, wo du, wenn einer in eine Rolle reingeht, dann sucht der Mitspieler in diesem Drama-Dreieck oder in diesem Macht-Dreieck. Und beliebt sind natürlich die Rollen von Retter und Richter, weil du da mehr Macht hast als das Opfer und der Täter. Mhm. Aber sie gehören alle zu diesem doppelkopfigen Opfer-Dreieck. Das ist ein Beziehungsmuster, ein Kommunikationsmuster. Ne? Und wenn man da jetzt eben in seiner Opferrolle drin war und sich in dieser Opferrolle nicht wohlfühlt, dann sucht man eben Ausweg, nicht nur als Täter, das machen manche auch,
die in der Kindheit Opfer waren, die versuchen später durch Täterschaft dann Aggression oder andere zu verletzen, dass sie eine Möglichkeit, weil die häufigere ist, dass sie Retter versuchen, helfende Berufe werden und in Burnout kommen oder hilflose Helfer werden, also in die Retterrolle gehen oder in die als Richter dann immer über die Täter urteilen oder als Polizist die Menschen die Täter einsperren wollen oder sowas. Das sind also das, da haben wir eine Menge Berufe, die mehr Macht haben als Täter und Opfer. Und das ist also gesellschaftlich, ist dieses Muster am Funktionieren, am Kreisen. Richtig wäre, wenn man eben eigentlich hilft oder richtet oder urteilt, das ist, müssen wir alles, ohne in die Rolle reinzugehen oder ohne in der Rolle zu bleiben. Also reingehen und wieder rausgehen. Ne? Die Rollen an sich haben ihre gesellschaftliche Funktion und die wichtige Funktion. Also die Retterrolle fängt schon an bei der Mutter, die ihrem Kind hilft. Mhm. Oder die Mutter, die sagt, nee, das darfst du nicht, das tut dir nicht gut oder so. Also das brauchen wir, die Rollen sind erstmal prinzipiell nicht schlecht. Aber wenn wir uns identifizieren mit der Rolle, dann suchen wir die Mitspieler und dann kriegt es eine Eigendynamik. Ist nicht auch wichtig, wovon die getrieben sind? Weil ich denke, wenn die von Angst, Macht, Ohnmacht getrieben sind, haben die ja eine andere Qualität, als wenn die von Wissen oder Erkenntnissen oder so bewegt werden. Ja, das ist ja ein Unterschied. Das ist ein Unterschied, ob du jetzt dich mit der Rolle identifizierst, dann werden sie von Angst getrieben. Dann sind sie von Angst. Mhm. Ne? Weil du nicht mehr frei bist, rauszugehen und je nach Erfordernis zu wechseln. Genau. Ne? Wenn du Erkenntnisse, wenn du auf der Ebene bist, wo du Erkenntnisse hast und Einsichten sowas, dann hilfst du da oder rettest da, wo es erforderlich ist. Aber du freust dich, wenn du es nicht brauchst, wenn du nicht helfen brauchst. Das ist was ganz anderes. Und dann gehst du auch in dem Moment vielleicht kurz mal in diesen Abwendungsmodus rein, aber grundlegend sei der Kohärenzmodus, wenn du Erkenntnis hast. Also das heißt, du pendelst irgendwie wieder zurück zu dir. Du bist da, genau, weil es erforderlich ist für eine bestimmte Situation und dann kehrst du wieder in deine eigene Mitte sozusagen. Dann wirst du wieder ein normaler Mensch, genau. Mhm. Dann wirst du wieder ein Mensch. Und du sagst, sobald ich da identifiziert bin, bin ich eigentlich in der Angst, weil da keine Freiheitsmöglichkeiten mehr sind. Da bist du gefangen, da bist du in dieser Enge des Fokus, da suchst du eben den Bösewicht, den Täter oder du suchst das Opfer, damit du retten kannst. Ne? Und du kannst nicht mehr rechts und links gucken, also das, was ich gerne eben jetzt Angina Mentalis nenne, wo du eingeengt bist in diesem Blick, wie das Kaninchen vor der Schlange, eingeengt mit dem Blick auf Gefahren und Bedrohung. Und das ist ein Modus, das ist der Abwendungsmodus, in dem viele leben. Ja, und wenn die Angst gespürt wird, noch von oben, also von der Regierung oder von Eltern oder von wem auch immer, dann fällt es den Menschen immer schwerer, da rauszukommen aus diesem Angina Mentalis. Und wieder in die Breite zu gucken, wieder offene, freie Blick zu kriegen. Oder sich auf uns vertrauen zu kommen, das hatten wir im letzten Mal. Deswegen ist das Reflektieren, das überhaupt zu merken, ist das so wichtig, weil viele, die in diesen Einengungen sind oder auch in diesem Opfer, in diesem Dreieck sind, die merken das nicht. Eben, deshalb ist mir das so wichtig, dass du das erklärst, weil ich glaube, Bewusstsein ist schon mal ein ganz wichtiger Schritt. Vor allen Dingen wird uns das ja im Moment außen alles wiedergespiegelt. Ja, es ist ja nicht nur irgendwie innen oder mit ein paar Leuten, sondern es ist ja eine ganze Gesellschaft ist im Moment in diesem doppelköpfigen Opferdreieck drin, oder? Ja, absolut. Ne? Und die Mächtigen, die sonnen sich dann in der Macht, die sie haben, wenn sie es retten und dann kriegen sie noch positive Zustimmung für ihre vermeintlichen Rettungstätigkeiten. Ne? Dann urteilt gleich jeder auf der Straße, wenn jemand sich da nicht hundertprozentig dran hält, dann wird der verurteilt, also kommt gleich der Richter, wird aktiviert. Also wir erleben das ständig überall, was da passiert. Dann wird das unsolidarisch genannt oder sonst was. Es gibt ja auch unsolidarisches Verhalten, aber das ist was anderes.
Wenn Kinder sich da mal zu dritt irgendwo treffen und spielen, dann ist das nicht unsolidarisches Verhalten. Aber dann wird da gleich, kommt gleich der Richter auf die Straße. Ne? Mhm. Die Selbstjustiz. Und also dann, was da dann, das ist dieses Dreieck, was dann aktiviert wird. Im Glauben zu retten, wird gerichtet und dann auch wieder Angst mehr verbreitet. Mhm. Theo, ich muss mal ganz kurz Stopp machen, mein Hund bellt draußen. Ich weiß nicht, ob du das. Ich höre es. Ob du das hörst, kleinen Moment. Ich höre ihn bellen, ja. Hörst du das, dass der bellt? Ja. Hast du das von seinen Füßen auf dem Boden auch gehört? Ah, warte, jetzt macht der Dietrich eben nochmal was. Da kommen gerade, wir haben hier Leute im Haus, da ist ein Schweizer, der ist mit einer Österreicherin zusammen. Und sie ist hochschwanger. Und sie darf nicht in die Schweiz einreisen. Die haben da eine Wohnung. Und die haben sich jetzt bei uns eingemietet und die ist heute im Krankenhaus, um das Kind zu kriegen. Also er darf nach Österreich, aber sie darf, die Schweiz hat völlige Quarantäne, obwohl die zusammen sind, ein gemeinsames Kind haben, sie darf nicht in die Schweiz. Jetzt sind sie, wie gesagt, wir haben ja so ein Haus in Österreich, da sind sie bei uns in der Ferienwohnung drin. Okay, deshalb hat er so gebellt, weil die, glaube ich. Ja. Okay, wo war Matteo? Ja, gute Frage. Also es ging um das Bewusstsein. Wir sind da kollektiv drin. Hattest du gerade gesagt, genau. Ne? Dass es wichtig ist, dass überhaupt das mal Bewusstsein zu entwickeln dafür. Ne? Also wir sind im Moment auf individueller Ebene, auf gesellschaftlicher Ebene, auf politischer Ebene, auf gesundheitspolitischer Ebene. Wir sind ja eigentlich auf allen Ebenen in diesem doppelköpfigen Opferdreieck und in der Angstenergie, die das antreibt. Und wir sind identifiziert damit, oder? Ja, genau. Und diese Angst, die fing an, schon in dem Konkurrenzkampf zwischen den Systemen, also in der starken Kritik, die die westliche Regierung, die WHO damals 2003 an China hatten, als der SARS-1-Erreger da war. Und jetzt am Anfang der Corona-Krise fing ja auch gleich die Kritik an, die Systeme, die verschleiern die Fälle und so. Ne? So. Das hat dazu geführt, dass es so ein Systemwettkampf war. Also da wurde geurteilt über China. So, und jetzt China hat sich dann besonders angestrengt, das gut zu machen, das nicht zu machen. So, und jetzt hat der Westen, müssen die zeigen, die westliche Regierung, dass sie es auch so gut machen können wie in China. Ja? Mhm. Und das heißt, sie müssen genauso drastische Maßnahmen machen oder sie kriegen die gleiche Kritik. Ah, im Westen interessiert nur die Wirtschaft und nicht die Menschen und so. Also dieses Ding, Menschenleben retten auf Kosten der Wirtschaft, das war ja so im Gespräch immer. Ne? Es ging nicht darum, dass es eigentlich darum geht, dass die Menschen sich gesund entwickeln oder so, sondern es ging um entweder Wirtschaft oder Menschenleben retten. Es ging schon nur ums Thema retten. Von daher war das Thema, dieses Machtwerks war schon voll da. Um Menschenleben retten. Ne? Und jetzt mussten die im Westen die Regierung zeigen, dass ihnen Menschen auch Leben retten auch wichtig ist. Und das war die Schlagzeile. Wir wollen Menschenleben retten. Und jetzt müssten sie diese drakonischen Maßnahmen machen. Ich will die nicht kritisieren. Ich finde die zum Teil, weil wüsste ich auch nichts Besseres, ne? So am Anfang. Also ich finde die auch richtig zum Teil. Ja, aber wir dürfen da nicht drin bleiben in diesem Denken. Die Regierung haben hier bei uns Angst, dass sie nicht wiedergewählt werden. Und der Erfolg ist auch von Söder und von so, dass sie positive Zustimmung kriegen von der Bevölkerung, die sie sonst nie hatten. Ihr ganzes politisches Leben, da haben sie nicht so viel Zustimmung gehabt wie jetzt. Ne? Das sind die Retter. Das sind die Retter und die Richter.
Sie richten auch, was falsch ist und was nicht. Sie sagen, welche Maßnahmen durchgeführt werden. Also gleich die Exekutive mit dabei. Retter und Richter sind da ganz eng zusammen. Deswegen gehören die auch da oben an die Spitze des Dreiecks. Ne? Und das sind nicht zwei ganz verschiedene Rollen. Die sind so eng beieinander, die kann man nicht trennen. Was ja ganz interessant ist, dass diese freie Meinungsäußerung auf einmal gar nicht mehr möglich ist, weil jemand, der so ein bisschen eine andere Meinung hat, der wird gleich in das System eingesaugt sozusagen, oder? Ja, der wird scharf kritisiert. Das ist der Täter dann, eine andere Art von Täter. Die werden, ja, die werden dann eben als Verharmloser oder sonst irgendwie auch als Mittäter fast so, ne? Als Kollaborateure wird man im Nationalsozialismus gesagt haben mit dem Feind. Ne? So. Mhm. Obwohl sie jetzt, die dürfen auch reden und die werden ja auch gefragt, also die werden, aber jetzt die Meinung wird ziemlich niedergemacht, sagen wir so. Das ist nicht so ganz, also das dürfen schon Leute, es kommen auch andere Stimmen raus und so weiter. Also ich will das jetzt nicht dramatisieren. Das ist, da sind, also ich würde sagen, um rauszukommen aus dem Drama, dürfen wir uns gerade nicht reinbegeben, auch nicht anfangen zu urteilen. Mhm. Da sind wir schon mittendrin, wenn wir das auch anfangen zu sagen, das ist Urteil, die machen. Ja. Also wir sollten da nicht urteilen, sondern wir sollten versuchen zu verstehen. Wir sollten verstehen, wie die Dynamiken sind. Also das in diesem Dreieck passiert es eben dann, wenn der Retter oder der Richter kritisiert wird von jemandem in diesem Machtdreieck, dann, wenn er im Abwendungsmodus ist, dann kann er gar nicht anders, er könnte anders, wenn er im anderen Modus wäre, aber sind sie ja nicht, dann eskaliert das noch. Dann sucht er nur den anderen zu diffamieren oder sowas, damit das Retten nicht gehindert wird. Er sieht also alles, was gegen ihn ist, als Behinderung der Rettung. Mhm. Und deswegen, das zeigt keine weise Regierung, aber es zeigt, es verständlich. Die Dynamik, es zeigt die Dynamik, ja. Die Dynamik, dass sie in diesem Muster drin sind. Und deswegen sollte man, auch wenn man eine Kritik drin hat, die zurückhalten. Sagen, okay, man kennt das alles, in einem gemeinsamen, wenn du mitten im Stress bist, ein gemeinsames Unternehmen, dann kritisierst du nicht währenddessen, sondern die Kritik kommt hinterher, die gemeinsame Reflexion. Ne? So. Und das ist das, was wir jetzt eigentlich haben und diese Zeit. Also wenn man damit weise umgeht, dann sagt man, okay, was läuft, ist okay, wir machen das jetzt mit, das ist vollkommen richtig, was Besseres fällt uns jetzt gerade nicht ein. Und, aber wir behalten unsere Kritik im Kopf und sagen, und es wird die Zeit kommen, wo wir das reflektieren und dann können wir gucken, was wir daraus lernen wollen. Ja, die wird ja auch kommen. Die wird kommen, ja. Ne? Und dann wird es, das, was wir jetzt erleben, dann wird es dazu kommen, dass man sagt, ja, ich bringe jetzt auch mein Opfer. Also ich bin nicht Opfer, auch nicht der Maßnahmen, weder vom Coronavirus, auch nicht Opfer der drakonischen Kontaktverbote oder so. Sondern ich bringe das Opfer des Kontaktmangels, damit das gemeinsam jetzt zu einer möglichst schnellen und vernünftigen guten Lösung kommt. Ne? Mhm. Und das ist schon der Schritt vom Opfer sein zum Opfer bringen. Mhm. In die Autonomie, wo ich sage, ich entscheide darüber, ne? Und sage, ich mache das jetzt und meine Kritik, ich kenne diese Dynamiken, meine Kritik, die halte ich zurück, wir reden nachher drüber und dann hat es Platz dafür und dann kann man auch gehört werden. Ne? Aber im Moment sind die, es gibt ja auch Menschen, die tatsächlich nicht so vernünftig sind und mitmachen und dann bei manchen Leuten hilft nichts anderes als Angst machen. Das ist traurig, aber es war, ne? So. Und deswegen kann man auch solche Maßnahmen oder sowas auch verstehen, auch wenn sie aus vieler Perspektive vielleicht überflüssig erscheinen. Aber wir akzeptieren das jetzt mal so und wir gucken, wie es weitergeht und lernen gemeinsam hinterher draus. Das wäre dann ein Schritt. Das wäre ein Schritt, wo wir in eine Kooperation wiederkommen, die jenseits dieses Opferdreiecks oder Machtdreiecks ist. Wo es nicht mehr darum geht, wer hat jetzt die Macht, sondern darum geht, was wollen wir lernen daraus gemeinsam. Das geht ja nur, wenn ich das als was Vorübergehendes wahrnehme, oder? Weil ich habe durchaus auch Leute in der Praxis, die sagen, naja, so waren auch die Anfänge des Nationalsozialismus mit Kontrolle, mit Recht und Richtung, keine Freiheit, und die wirklich Angst haben, das bleibt jetzt so. Ja, genau. Und diese Stimmen müssen gehört werden. Ne? Das ist klar, die sind auch, das Denken ist ja im Opfermodus noch. Aber Opfer haben auch eine berechtigte Botschaft zu geben.
eben zu ändern, zum Beispiel an Nationalsozialismus, ja, oder an Diktaturen oder woanders. Ne? Mhm. Deswegen dürfen die nicht unter den Tisch fallen. Nur im Moment sind es nicht also ist nicht der Raum oder der Platz dafür da, dass die gehört werden, aber die sollten ihren Raum kriegen im Lernen daraus. Also es darf nicht so bleiben. Und die Gefahren, also das ist zum Beispiel die wirtschaftlichen Folgen, die das jetzt hat, und diese wirtschaftlichen Folgen wieder andere soziale Folgen haben, das ist überhaupt nicht absehbar. Und darüber haben sich die Verantwortlichen jetzt auch keinen Kopf gemacht, weil die so eingeengt waren auf die Coronaviren und überhaupt nicht diesen, sagen wir mal, weisen Regierungsblick, Leitführungsblick, den man sich erwünschte, hatten die nicht. Okay, das ist selten, dass da oben solche sind. Kann man auch nicht erwarten unbedingt, ne, auf der Struktur, die wir haben. Aber es sollte hinterher oder bald sollte das Platz kriegen. Und das ist richtig. Und deswegen ist es so wichtig, auch dieses Denken jetzt auch untereinander zu kultivieren, schon in kleinen, also in Medien oder sowas, ne? Aber nicht im Kampf gegen die, sondern dass wir wollen das daraus lernen. Und ich denke, wir sind schon 2 Wochen lang rum mit den Maßnahmen. Jetzt ist schon der Raum, wird langsam offener. Und du hast das ist deine Erfahrung, dass das 2 Wochen erstmal die ganze Gesellschaft in dieser Totenstarre ist und dann wird es besser? Das sind Erfahrungen, die du hast oder von denen du gelesen hast? Das sind Erfahrungen, die, ich meine, wenn man jetzt zum Beispiel die Presse verfolgt, wenn irgendwo ein Terroranschlag war oder ein großes Unglück. So 2 Wochen danach ist dieser Hype drum und sonst Ursache und Richten und Retten. Und dann kommen oft also langsam die vernünftigeren oder die Reflexionen, die ein bisschen weitergehen. Ne? Mhm. Das ist nicht so genau so, also grob gesehen 2 Wochen. Mhm. Das ist ein Erfahrungswert. Und wo aber dann ja mehr Offenheit langsam entsteht. Und jetzt ist es ja schon, es fängt schon an, dass Menschen wieder auch Gedanken machen, was kommt danach, wie wird es weitergehen. Das ist jetzt 2 Wochen rum, also es passiert, es passiert eine Bestätigung dieser Zeit. Ja? Ja, das war auch bei mir so. Wir haben ja jetzt diese Serie sozusagen, diese Plattform Gemeinsam Heilsam TV, weil wir gesagt haben, uns interessiert der Corona eigentlich nicht mehr. Es wird auch immer wieder Viren geben, ja. Das ist ja nicht vorbei, selbst wenn Corona besiegt ist. Und eigentlich geht es darum, was können wir gemeinsam miteinander schaffen, dass einfach Menschen kraftvoller sind in ihrem Körper, auch mental, in ihrem Bewusstsein, dass sie solchen Krisen auch besser gewappnet sind. Und was können wir tun, dass da mehr Miteinander ist, dass das nicht so ist, wir gehen alle distanziert aneinander vorbei. Und was gibt es überhaupt für Visionen? Was brauchen wir auch für ein Gesundheitssystem? Ist das Gesundheitssystem, was wir haben, passt das zu diesen Krisen, die wir jetzt haben und die vielleicht wahrscheinlich, ich meine, das ist ja ein Stück auch so alle paar Jahre wieder kommen werden. Ja. Jetzt sind schon wieder viele neue Fragen. Aber, wir sind schon wieder bei den Fragen. Ja. Ja, aber es ist, ich denke, das, also erstmal zu sehen, das ist, die Menschen reagieren auch so. Also, dass jetzt anfängt, ich kann es nicht mehr hören, kann die Statistik nicht mehr lesen oder sowas, das geht ja viel gleichzeitig. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen, oder? Ja, mit vielen. Und das ist jetzt, ne, also dass die einzelnen Menschen reagieren auch so, genauso wie die ganze die Gemeinschaft reagiert. Also das denke ich, passt. Und da fängt es jetzt an, wo man eben langsam anfangen kann, darüber zu reflektieren. Und dann ist es wichtig, da auch zu gucken, ja, die Fragen, die du gestellt hast. Unser System, ich denke, unser Gesundheitssystem scheint zumindest hier für solche Krisen gut ausgerüstet zu sein. Aber die Frage ist ja, ist das wirklich das Wichtige für die Gesundheit der Menschen? Das ist ein Punkt. Ne? Dass diese Krisenbewältigung ist ein Punkt, aber ist das das Wichtigste? Wenn man jetzt vergleicht, wie viele Menschen durch Gewalt, durch Suizid, durch Hungersnot, durch kein sauberes Trinkwasser haben, aber anders in der Welt oder so sterben. Mit wie wenig, mit welchem Bruchteil von den Geldern, die jetzt rausgegangen sind, denen geholfen werden könnte, wenn man so anfängt zu denken, dann kommen ganz andere Türen auf. Ich will ja noch, ne, so. Also wenn wir überlegen, wie kann gesunde Entwicklung, wo sind wirklich Schwerpunkte von gesunder Entwicklung? Für uns hier psychische Entwicklung, Kommunikation, wie können wir miteinander sprechen, damit wir uns gemeinsam positiv anregen und nicht noch Angst machen. Diese Fragen, die müssen Platz haben, die müssen kommen.
und nicht nur auf unser Krankenhaussystem, die nur genug Notbetten hat, Intensivbetten oder sowas. Also da denke ich, da sind wir super ausgerüstet hier in Deutschland. Das zeigt jetzt. Da haben wir ja, glaube ich, noch zigtausend Intensivstationenbetten, die leer sind oder so. Also da, genau. In dem Bereich sind wir gut, aber ich glaube, es geht schon darum zu gucken, was können wir, genau, für gesunde Entwicklung, was können wir in Kindergärten, in Schulen machen, was können wir ins Bildungssystem bringen. Für mich ist eigentlich Gesundheit oder die Beziehung zum eigenen Körper, finde ich, sollte ein Schulfach sein, dass Kinder das möglichst früh lernen. Wie kann ich meine Atmung beruhigen? Wie kann ich meinen Bauch beruhigen, wenn ich ärgerlich bin? Wie kann ich mich bewegen? Also das ist ja sehr umfangreich. Und ich finde, das würde schon gut sein, das als Schulfach zu haben, um auch ein anderes Bewusstsein in die Gesellschaft zu bringen. Genau, das sehe ich auch so. Dass also diese Fragen, und die sehe ich im Moment leider noch gar nicht repräsentiert. Mhm. Und auch sonst zu wenig, auch schon vor der Krise nicht. Sondern ja. das kann durch diese Krise nochmal jetzt ein Nachteil werden. Das heißt, der Fokus, diese Vereinigung auf Krisen, dass die noch länger anhalten wird. Mhm. Krisen, das ist das Entscheidende. Da haben wir alle mit, das ganze Volk, nicht nur das Volk, sondern die ganze Welt hat da mitgefiebert und war im Kampf gemeinsam vereint. Mhm. Aber nicht für etwas, sondern gegen etwas. Und das ist eine schlechte, schlechte Kooperation. Also Kooperation im Abwendungsmodus, die ist kurzzeitig okay und wichtig und gut. Und die Erfahrungen zeigen aber, wenn solche Kooperationen, wenn dann der Feind weg ist, dann geht es gegeneinander. Ja. Wenn man im Abwendungsmodus ist, dann wird der Feind woanders gesucht. In den politischen extremen Parteien siehst du das. Wenn der Feind, der eine Feind nicht mehr da ist, dann wenn die bei der AfD, wenn der Euro das nicht mehr war, dann war es Greta Thunberg oder Klimaleute. Also man sucht den Feind dann ganz schnell woanders irgendwo oder eben möglichst außen. Und das war auch im Nationalsozialismus. Der Feind muss außen sein. Das ja. Und das ist der Kampf im Abwendungsmodus. Mhm. Also die Kooperation im Abwendungsmodus. Die kann kurzfristig erforderlich und wichtig sein. Bei Indianern gab es früher, manchmal bei manchen Stämmen gab es einen Kriegshäuptling und einen Friedenshäuptling. Mhm. Die haben das mitgekriegt, ne? Dass in Friedenszeiten braucht es eine ganz andere Regierung oder Denken und Strategie als in Kriegszeiten. Mhm. Und wenn sich das überträgt, wenn also die aus den Kriegszeiten jetzt immer nur Krieg gegen die Viren und so, wenn sich das überträgt, also dieses Dramadreieck im Grunde, wenn man da drin bleibt, du suchst dann den Mitspieler und suchst nachher den Feind woanders ja, und dann weiter. Und das ist und wie komme ich, du hast ja, das ist einmal der Abwendungsmodus und dann hast du ja auch den Attraktor. Und ich habe das Gefühl, also für mich, es wird ja deutlich, dass ein Virus in China hat Auswirkungen auf mich hier. Wir sind eigentlich in dieser global vernetzten Welt und das ist einfach so, oder? Da können wir auch nicht drum herum. Was bräuchte es für einen gemeinsamen Attraktor von uns Menschen, um da in eine andere Kooperation und Begegnung zu kommen? Also auf einmal, wenn es international Frieden ist, ganz oben dran, ein friedliches Miteinander und dann das Wohlbefinden aller Menschen, also dass alle Menschen, dass es allen Menschen gut geht, alle miteinander. Das sind für mich so die Top-Ziele, die Hauptattraktoren, die greifbar sind, die noch. Ne? Mhm. Und dass man dann guckt, was das für jeden bedeutet, Wohlbefinden und was er dazu beitragen kann, also wie da die Kooperation gehen kann. Mhm. Aber dass wir uns immer wieder auf diese Frieden und Wohlbefinden aller Menschen, dass das immer wieder uns vergegenwärtigen und nicht hängen bleiben im Kriegsmodus. Ja, und das ist ja auch wichtig für unsere Gesundheit, ja, wenn wir wissen, dass die Menschen auch in China oder dort und dort, dass die friedlich miteinander, aber wahrscheinlich auch mit der Natur, wahrscheinlich ist das allumfassender, dann brauchen solche Pandemien auch so nicht mehr so passieren. Weil wir nicht sagen, oh, China muss jetzt irgendwas beweisen oder die USA muss jetzt was beweisen, sondern da gibt es vielleicht einen Herd von Viren oder von Infektionen und dann kann man gemeinschaftlich gucken, was können wir da tun. Genau, und wir können jetzt auch sagen, wir haben jetzt Erfahrungen damit gemacht, wir sind jetzt gestärkt, können da rausgehen, gestärkt aus dieser Corona-Krise, ne? Mit neuen Erfahrungen, neuem Wissen. Und jetzt können wir uns dem Positiven zuwenden. So, das wäre für mich jetzt so die Schritte, die anstehen. Ne? Mhm.
Also nicht irgendwas schlecht machen, sondern sagen, was können wir daraus lernen? Wir haben, sind gestärkt, wir haben neue Erfahrungen, wichtige Erfahrungen gemacht jetzt. Aber wir dürfen die jetzt nicht daraus verallgemeinern und wir können sagen, wir können gestärkt dadurch. Aber jetzt können wir uns den positiven Zielen zuwenden. Mhm. Das nicht vergessen. Wir kommen, sonst bleiben wir eben in diesem Dharma-Dreieck, in dem Kampfmodus. Und dann fällt mir immer wieder dieses Bild von dem Don Quixote ein, dem Ritter von der traurigen Gestalt. Mhm. Im Kampf gegen die Windmühlenflügel. Das heißt, der als Retter und Richter, der hat immer gesagt, das Böse ist wie Böse und er wollte den Schwachen helfen und den Armen, ne? War er losgezogen. Und er sieht dann die Gefahren überall, in den Windmühlenflügeln. Und im Kampf gegen die Windmühlenflügel, da ist auch eine Gefahr, wenn man sich da drunter stellt, direkt da, wo die Windmühlenflügel sind, dann ja, das ist das durchaus gefährlich, die Windmühlenflügel. Das ist der Kopf ab, ja. Aber wenn ich da nicht hinstelle, dann ist es nicht gefährlich. Ne? So. Mhm. Und im Kampf gegen die Windmühlenflügel wird er rumgeschleudert und liegt am Boden am Schluss. So. Mhm. Und das ist dann der hilflose Helfer. Oder das ist der das Burnout. Mhm. Das Burnout der Mediziner oder der Pädagogen oder wie auch immer. Oder Manager. Mhm. Das ist, wenn du in diesem Drama-Dreck hängen bleibst. Und meinst, da ist immer wieder ein Kampf, gegen den du kämpfen musst. Und das ist das Opfer, das Machtdreieck. Und der Ausweg ist dann zu sagen, okay, da ist eine Gefahr, aber ich halte mich jetzt ein bisschen fern. Ich kümmere mich jetzt darum, wie kann ich gut leben. Ich muss nicht unter die Windmühle, ich muss da nicht gegen kämpfen. Mhm. Ich kann jetzt dafür sorgen, dass wir Frieden haben und dass wir leben. Und das ist. Das heißt, es ginge eigentlich darum, dass jeder Einzelne und wir als Gesellschaft neue Attraktoren suchen, die ein friedliches Miteinander irgendwie beinhalten, oder? Ja, das ist ja auch gar nicht, ich will gar nicht so neu, aber dass wir, die Attraktoren ist Frieden und friedliches Miteinander, das ist der Attraktor. Und das ja. ist ein und das ist ein, ja. Wir haben jetzt die letzten 70 Jahre hier in Deutschland und in Europa auch toll, toll gelebt im Frieden. Ne? Mhm. Aber der Krieg gegen Natur, den hast du auch angeführt, das ist, dass das Leben nicht mit, sondern zum Teil gegen die Natur gelaufen ist. Ausbeutung der Natur und das kriegen wir jetzt auch zu spüren mit der Klimakrise. Also das ist auf vielen Ebenen ist im Kriegsmodus gewesen. Und da sind wir auch wieder bei der Kohärenz, mit sich selbst in Kohärenz kommen, mit der sozialen Gemeinschaft, aber auch mit der Natur, oder? Ja, absolut. Dass das umfassender ist eigentlich, dieser Begriff der Kohärenz, wirklich in Harmonie oder im Gleichgewicht zu sein. Ja, in Stimmigkeit, Kohärenz. In Stimmigkeit, ja. Genau. Das sehe ich auch so, genau. Mit der Natur, und das finde ich genauso wichtig, ja. Mhm. Und dazu müssen wir immer, und dazu ist es hilfreich, dieses Opferdrama oder Machtdreieck, wie man es auch nennt, das zu reflektieren, damit man sich da distanzieren kann oder merkt, ne, dass man da nicht reingerät, dass man kann mal die eine oder in die andere Rolle reinkommen. Also ich kann bewusst was opfern, aber nicht zum Opfer werden. Ich kann auch was tun. Ich werd immer Täter, wenn ich was tue. Ne? Wenn ich spreche, zum Täter. Ich werde auch zum Richter, weil ich sagen muss, das gefällt mir nicht oder das, ich halt kriege nicht für gut, dann bin ich zum Richter, zum Urteil, ich urteile. Und ich will auch zum Retter, ich helfe Leuten auch. Ja? Also jede einzelne Position ist ganz normal, ist im Leben drin. Aber wenn ich mich damit identifiziere, dann suche ich Mitspieler und dann kriegt es eine Eigendynamik, die verheerend ist. Die verheerend ist. Im Don Quixote, wie Don Quixote endet, wenn nicht noch schlimmer, wenn nicht wirklich dann im Krieg, im Dritten Weltkrieg oder sowas. Oder im Naturuntergang. Ja, Theo, vielen herzlichen Dank. Das Ziel wäre eigentlich, der Attraktor wäre eine Menschheit in Frieden. Ja. Und in Stimmigkeit mit sich selbst, miteinander und mit der Umwelt, dieser wunderschönen Erde, die uns umgibt, die gerade wirklich toll anfängt zu blühen. Und das gute Leben da drauf, ne? Das gute Leben in dieser Umwelt. Das friedliche und gute Leben, das ist der Attraktor. Ja, also in diesem Sinne machen wir diese Sendung heute auf das gute Leben für alle. Schön. Okay, danke. Auf geht's, danke. Danke für deine Ausführung, danke.